Menschen, liebe Anons. Nur noch 4 Länder ohne Rothschild-Bank. Die Rothschild-Familie hat langsam aber sicher in jedem Land der Welt ihre Zentralbanken etabliert, was ihnen ein unglaubliches Maß an Reichtum und Macht verleiht. Es ist kein Zufall, dass die unten aufgelisteten Länder von westlichen Medien angegriffen wurden bzw. werden, da einer der Hauptgründe dafür, warum diese Länder überhaupt angegriffen werden, daran liegt, weil sie noch keine Zentralbank im Besitz der Rothschilds haben. Der erste Schritt, um eine Zentralbank in einem Land zu etablieren, besteht darin, es dazu zu bringen, ungeheuerliche Kredite zu akzeptieren, die das Land bei der Zentralbank verschulden und unter die Kontrolle der Rothschilds bringen. Wenn das Land den Kredit nicht akzeptiert, wird der Staatschef dieses bestimmten Landes ermordet und ein an Rothschild ausgerichteter Anführer tritt an seine Stelle, und wenn die Ermordung scheitert, wird in das Land einmarschiert und unter dem Vorwand der terroristischen Bedrohung gewaltsam eine Zentralbank etabliert. Im Jahr 2000 gab es noch 8 Länder ohne eine Zentralbank, die Rothschild gehört oder von Rothschild kontrolliert wird. Afghanistan, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea. Zentralbanken im Besitz oder unter Kontrolle von Rothschild. Zentralbanken sind illegal geschaffene Privatbanken, die der Bankiersfamilie Rothschild gehören. Die Familie ist seit über 230 Jahren präsent und ist in fast jedes Land auf diesem Planeten eingedrungen, indem sie alle Weltenlenker sowie ihre Regierungen und Kabinettmitglieder damit bedroht, sie physisch und ökonomisch zu töten und zu vernichten, um daraufhin ihre eigenen Leute in diese Zentralbanken zu platzieren, um den Staatshaushalt jeden Landes zu kontrollieren und zu verwalten. Wandere aus, solange es noch geht. Schlimmer noch, die Rothschilds kontrollieren auch die Umtriebe jeder Regierung auf der Makroebene, indem sie sich nicht mit den alltäglichen Unbeständigkeiten unseres individuellen, persönlichen Lebens befassen. Außer wenn wir zu weit von der Linie abweichen. Die einzigen Länder, die 2003 noch keine Zentralbank im Besitz oder unter Kontrolle von Rothschild hatten, waren Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea. Die Anschläge des 11. September waren inszeniert, um in Afghanistan und Irak einzumarschieren und in diesen Ländern eine Zentralbank zu etablieren. Das ist der Grund, warum alle Iraner Terroristen sind, eine Zentralbank, die nicht den Rothschilds gehört. Die einzigen Länder, die 2017 ohne eine Zentralbank im Besitz oder unter Kontrolle der Familie Rothschild übrig geblieben sind. Kuba, Nordkorea. Nach den angezettelten Unruhen in den arabischen Ländern, haben die Rothschilds dort schließlich den Weg zur Etablierung von Zentralbanken geebnet und haben viele politische Führer beseitigt, was ihnen noch mehr Macht verliehen hat. Komplette Liste von Banken im Besitz und unter Kontrolle der Rothschilds nach dem Stand von 2013. Ägypten. Central Bank of Egypt. Albanien. Bank of Albania. Algerien. Bank of Algeria. Äquatorialguinea.